Naja, eigentlich wie immer. Und jetzt im Besonderen, weil 50 Jahre ist schon viel, ne? Wann war der letzte Besuch von Ihnen bei der Goldenen Kamera? Sollte kommen, als der Fuchsberger. Aber dann, da sollten wir alle auf die Bühne kommen, die mit ihm gespielt haben und so. Oder befreundet sind. Aber dann kam der, wie heißt unser Sänger da? Fällt mir der Name nicht ein. Also ich bin noch nicht so jung wie die Kamera. Also dadurch sind wir da nicht gekommen. Aber ich war ja da vor 50 Jahren oder vor 30, habe ja selber eine gekriegt, freue ich mich sehr. Alles Gute, weil... Sie sind ein Mitglied im Golden Club und haben mitwählen dürfen, die größte deutsche noch lebende TV-Legende. Wen haben Sie denn gewählt? Das darf ich ja nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe gewählt sehr gerecht und nicht nach Leuten, die ich gut persönlich mag, sondern... wie sie sind, wie sie in dem Stück oder in dem gewesen sind, in dem Film. Sondern wo ich wirklich gesagt habe, wow, toll. Und ja, auch jemand, wo ich sage, der ist privat nicht so nett, also hinter der Bühne. Aber da war schon einiges, was ganz toll war. Ich habe alle gesehen. Schlussfrage, mit wem würden Sie heute Nacht lieber das Tanzbein schwingen? Mit Arnold Schwarzenegger oder Kevin Spacey? Ich glaube Kevin Spacey. Ich glaube, Kevin Spacey. Am liebsten mit meinem Sohn, der ist aber leider nicht da. Alles, alles. Eine beschwingte Nacht. Dankeschön.